Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen. Du stehst auf Natur pur. Das kannst du leichter haben. So, hallo liebe SWN-Zuschauer. Also heute sind wir auf Empfehlung von einem Zuschauer, also Fernsehzuschauer von SWN TV, mein Mähhäusle in Haßfurt. Direkt am Main hier unten. Also es ist auch wunderschön gelegen. Also die Karte sieht sehr gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was es zu essen gibt. Ich sage mal Prost. Ein Blick in die Speisekarte. So, die Greta wartet schon auf ihr Schnitzel, ne? Wo ist der Anna? Der wartet da auf Schnitzel, ne? Die Renate und die Christina warten auf ihr Schnitzel. So, das ist also mal der Salat zum Zander. Der sieht ja wirklich gut aus, ne? Das ist also jetzt der Zander, den ich mir bestellt habe. Und das ist der Schnitzel für unter zwei Hunde. Wir wollen ja auch nicht leppiger Hund. Das ist der Christine ihr Schnitzel. Sieht auch gut aus, ne? Also, ich wünsche euch einen guten Appetit. Danke, das wünsche ich mir dir auch und dir auch bisschen. Guten Appetit, ne? Guten Appetit. Unsere Hunde sind schon fast fertig mit Essen. Wir haben natürlich immer die Panade runter gemacht. Und wir wissen auch, dass Schweineschnitzel nicht unbedingt das Beste ist für den Hund. Aber naja, was soll's. Übrigens, mein Zander hat gut geschmeckt. Und es hätte ein wenig mehr so sein können, weil das hab ich da den Reis übrig. Aber naja, gut. Aber war sehr, sehr gut. So, also liebe SWN-Freunde, also hier das Mähhäusle. Kann man also wirklich weiterempfehlen, das Essen war sehr gut, der Zander. Wie gesagt, ein wenig Soße hätte man ein wenig mehr gewünscht, aber geschmacklich war es also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und da kann man schon hergehen, aber ihr müsst vorbestellen, weil das ist wirklich gerammelvoll hier. Und ohne Vorbestellung am Wochenende kriegt man ja keinen Platz. Also wenn ihr daherkommen wollt, erst mal vorher anrufen. Ne? Und jetzt auch immer Prost, das ist ja der letzte Tag an Pfingsten. Da saufen wir noch mal einen Kanal voll. Nee, stimmt nicht, ich habe ja alkoholfreies Bier. So, und da hinten liegt also Haßfurt. Also das ist ja wirklich wunderschön gelegen hier, das Mähhäusle, direkt am Wasser. Und wenn ihr mal nicht wisst, was schweifert, wo ihr hin wollt, da nach Haßfurt könnt ihr auch mal gehen zum Mähhäusle. Na komm doch mal her, du.